Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einer Achterbahnfahrt in Planet Coaster die Tageszeit einstellen könnt. Ihr könnt also das Licht einmal aus- und wieder anknipsen an den Stellen, wo ihr wollt. Viel Spaß beim Tutorial! Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, hier ist Basti oder auch Modern Consumer und ich bekomme wirklich sehr häufig immer mal wieder so eine Frage, wie stellt man die Tageszeit bei einer Achterbahn ein? Viele von euch wissen das nicht und dafür möchte ich das jetzt endlich mal zeigen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache und ich habe dafür hier mal diese Teststrecke hier aufgebaut, dass wir hier einmal hier durch den Wald fahren und da eine Tageszeit einstellen können und ganz wichtig, dass wir hier für die Halle, wenn wir eine Indoorbahn bauen wollen, dass wir dann auch hier den Nachtmodus anhaben, weil wenn wir jetzt am Tag hier drin sind, dann sieht man die Beleuchtung natürlich nicht so schön, wie wenn man jetzt zum Beispiel abends bei Nacht fährt, ne? Dann ist das hier schon viel schöner dann dargestellt, also es ist einfach nur, ne, ganz beispielhaft mal aufgebaut. So wollen wir das auf jeden Fall erleben, wenn wir hier durchfahren und wenn man draußen ist, soll es natürlich Tageszeit sein. Und das ist natürlich eine sehr coole Sache, dass man das überhaupt einstellen kann. So, wie geht das Ganze? Ganz einfach. Ich habe jetzt mal hier die Bahn gemacht, auch hier vorne so ein Tor gemacht, auch anhand des Beispiels des Tores. Wir müssen hier einmal bei der Achterbahn auf Auslöser gehen. Und zwar werden wir jetzt hier Auslöser erstellen. Einmal einen Auslöser, um das Tor hier überhaupt aufzumachen, das kennt ihr vielleicht schon. Das machen wir jetzt einmal mal beispielhaft. Dann ist der erste Auslöser hier kurz vor dem Tor. Und jetzt muss ich dem Auslöser Nummer 1 quasi, ne, den wir hier sehen, quasi also ein Objekt geben, mit dem er sich verbinden soll. Dafür wählen wir hier das Tor einmal aus. Wir können auch mehrere Objekte auswählen, das wäre auch kein Problem. Und ja, jetzt ist es eigentlich schon soweit fertig. Sobald die Bahn jetzt hier durchfährt, durch diesen Punkt fährt, aktiviert sie praktisch das Tor. Und ihr seht, das geht jetzt einmal auf und wieder zu. Ihr könnt aber natürlich noch viel mehr Sachen einstellen hier. Ihr könnt sagen, wie lange das dann abgespielt werden soll, diese Funktion. Hier gibt es viele verschiedene Varianten. Ne, Tür öffnen, dann bleibt sie offen, bis ihr einen anderen Auslöser macht, wo dann Tür schließen ist. Also viele verschiedene Varianten sind hier möglich. Ich habe jetzt hier fürs Tor, reicht es eigentlich jetzt in dem Fall, dass wir einfach kurz einmal aufgehen für 3 Sekunden. So, und das Gleiche müssen wir jetzt auch mit einem anderen Objekt machen. Und zwar habe ich hier schon so Computer hingestellt an die Strecke. Mit denen könnt ihr die Tageszeit einstellen. Diese Computer findet ihr hier unter Szenerie und dann hier unter diesem Punkt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Ablaufsteuerung und Werkzeuge anzeigen. Und dann gibt es hier die Fahrtkamera Zeitmaschine. Die könnt ihr irgendwo hin platzieren, wo ihr wollt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, hier neben der Strecke platziert. Und einmal auf so einem Pfosten hier, damit es einmal exemplarisch praktisch dargestellt ist. Und jetzt machen wir einfach weiter. Wir machen noch nicht weiter. Wir können jetzt erstmal einstellen, wenn wir hier das Ding aufmachen, dann seht ihr hier alle Funktionen, die ihr damit einstellen könnt. Unter anderem natürlich auch die Tageszeit. Ihr könnt hier auch andere Optiken einstellen. Man kann dann auch hier sogar die Vorschau machen, wie das dann aussieht. Wenn ich das hier auch noch einstelle, Farbverlauf, dann wird das hier so ein ganz komischer Farbmodus. Also alles ist möglich, wem das gefällt. aber wir wollen uns jetzt hier auf die Zeit konzentrieren. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier 20 Uhr eingestellt. Ich mache mal hier wieder erstmal weg, so. Und dann steht hier unten auch noch die Abblenddauer. Da habt ihr jetzt gerade gesehen, wenn das jetzt passiert, dann geht das hier auch so langsam über. Wenn ich die Abblenddauer kürzer mache auf 0, dann haben wir eigentlich einen direkten Übergang. Wir machen jetzt einmal den Test, klick, zack. Ja, oder ich könnte auch sagen, das soll irgendwie 6 Sekunden dauern. Und jetzt machen wir da mal einen Test. Dann geht das alles noch langsamer zu Gange. Also nur, dass ihr das auch mal wisst. Da könnt ihr aber auch hier ganz viel rumprobieren. Ich lasse mal hier 2 Sekunden, machen wir 20 Uhr. Dann sagen wir hier an der Stelle, hier habe ich den nächsten. Hier möchte ich wieder auf 10 Uhr haben, hatte ich schon eingestellt. Und auf 0 Sekunden Übergangszeit. Und ja, dann fährt man hier wieder bis um 10 Uhr bis hier hinten lang. Und hier, wenn wir in die Halle reinfahren wollen, sagen wir genau an der Stelle, möchte ich 21 Uhr haben. 0 Sekunden Abklingzeit, also direkt soll der Switch kommen auf Nacht. Perfekt, alles gut. Das heißt, jetzt fährt die Bahn durch die Halle durch. Und hier hinten, wenn sie rausfährt, soll dann wieder 10 Uhr sein. So, auch das ohne Abklingzeit hatte ich hier, glaube ich, eingestellt. So, und damit müssen wir jetzt einfach dann unsere Auslöser verbinden. Einmal wieder hier auf die Achterbahn gehen, Auslöser auswählen, Auslösersequenz bearbeiten. Und jetzt erstellen wir für jedes Objekt, wo wir was machen wollen, einen neuen Auslöser. Ich mache jetzt hier also den Auslöser Nummer 2. Den mache ich einfach jetzt mal direkt hier daneben. Noch ein, Nummer 3. Die fangen dann immer hier vorne an. Ja, ich mache die dann hier schon mal direkt daneben. Plus jetzt der 4. Der geht dann hier vorne an die Halle. Und dann noch der 5.
Und da, ich kann auch hinten rausgehen, glaube ich, genau. Genau, wenn wir aus der Halle rauskommen oder vielleicht noch so einen kleinen Ticken davor. Ne, da muss man dann so rumspielen, wie es einem gefällt. Und hier vielleicht halt wirklich, ja, vielleicht so ein Sekündchen davor, bevor man reinfährt. Keine Ahnung, ist ja Geschmackssache. So, und jetzt muss ich meine Auslöser natürlich wieder verbinden. Also Auslöser Nummer 2 ist ja hier vorne. Dann hier Objekt für den Auslöser auswählen. Dann nehmen wir jetzt der hier oben drauf liegt, der Computer. Da hat man das ja eingestellt. Und nur jetzt nochmal ganz kurz zur Info. Wie war das nochmal ganz genau? Muss ich jetzt auch nochmal gerade schauen. Hier könnt ihr auch nochmal Einstellungen machen. Und ganz wichtig, hier ist standardmäßig beim Auslösen abspielen für 3 Sekunden immer eingestellt. Wir wollen das aber, dass das die ganze Zeit aktiviert bleibt. Also gehen wir einfach bei Auslösen abspielen oder aktivieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was der Unterschied ist. Ich würde jetzt einfach abspielen sagen. Ne, aktivieren, sorry, ich nehme alles zurück, aktivieren, dann bleibt das so lange, bis irgendein anderer Auslöser das wieder rückgängig macht, ne? Also, da müsst ihr auch nochmal Einstellungen machen. Dann machen wir jetzt den nächsten, eigentlich das Spielchen jetzt komplett, einmal durch, bestätigen. Ich sage jetzt bei Auslöser 3 auch nochmal hier, aktivieren. Ansonsten habt ihr gesehen, bei Abspielen geht das nur für eine bestimmte Zeit. So, Auslöser 4, zack, hier. Ne, ihr könnt dann auch eigentlich ganz viele Sachen, ihr könntet auch sagen, dass die Lampen dann erst angehen, ne? Aber ich will jetzt nur den Computer, also will ich nur den Computer aus. Und auch da sage ich wieder, aktivieren. Und das gleiche Spielchen noch beim 5. Auslöser. Bestätigen, aktivieren und einmal schließen, fertig. Und jetzt machen wir eine Testfahrt und gucken, ob das Ganze geklappt hat. Wir fahren hier einmal mit, die Kamera würde ich schon ganz gerne nehmen. Da, die Kamera. So, ihr seht, hier geht es einmal dieser 2-Sekunden-Übergang, dann wird wieder taghell. Wir kommen jetzt auf unsere Halle zu, hier knipst du das Licht aus. Vielleicht einen Ticken früher machen, damit man wirklich ins Dunkle dann reinkommt. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und wenn wir rausfahren, geht das Licht wieder an. Damit habt ihr jetzt hoffentlich gelernt, wie ihr die Tageszeit bei so einer Achterbahn im Planet Coaster einstellen könnt. An der Stelle, wo ihr wollt. Ihr könnt das so viel machen, wie ihr wollt. Und es funktioniert wunderbar. Super einfach, habt ihr gesehen. Super schnell zu machen. Und damit könnt ihr richtig cool die Achterbahn auch indoor in der Nacht fahren lassen. Ich finde das sehr cool, dass es das gibt. Haben Sie so gute Ideen gehabt? Also, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video geholfen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem weiteren Planet Coaster oder irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, macht's erstmal gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.